Wir haben heute Abend ein interessantes, ein spannendes Duell mit einem klaren Punktsieger erlebt. Der Ministerpräsident ist souverän, sachlich und kompetent aufgetreten. Er ist sympathisch rübergekommen und er hat gezeigt, dass er in allen wichtigen Zukunftsfeldern für Nordrhein-Westfalen, die diese Wahl entscheiden werden, vorne liegt. Ob in der Schulpolitik, der Familienpolitik, der Sozial- oder der Wirtschaftspolitik. Er hat gezeigt, dass 5 guten Jahren für Nordrhein-Westfalen 5 weitere Jahre folgen sollen. Und das können wir am 9. Mai mit beiden Stimmen für die CDU entscheiden.